Die meisten Europäer kennen China leider kaum. Sie kennen Chinesen von Sightseeing-Bustouren zu bekannten Sehenswürdigkeiten, wie zum Beispiel dem Schloss Neuschwanstein oder dem Mercedes-Museum. Sie treten hier meistens in größeren Gruppen auf. Von China selbst kennt man die verschmutzten Städte, die kleinen Essensmärkte und die in die Höhe schießenden Trabantenstädte. Dabei bietet China so viel mehr. Seit meines Studiums hier in der Fächerstadt habe ich das bedeutendste Fest in China, das chinesische Frühlingsfest, organisiert. Im Laufe der Zeit ist es zur Gewohnheit geworden, unter anderem den Happy Friday so oft wie möglich zu nutzen. Das bedeutet zum Beispiel, am Freitagnachmittag in der Majolika freien Eintritt zu haben. 2015 wurde die Virtual Reality Technologie, kurz VR, im British Museum testweise eingeführt, was in der Folge zu einem weltweiten Boom der VR geführt hat. Die beeindruckendste virtuelle Führung war für mich im Museo Leonardo da Vinci in Venedig. Das Eintauchen in diese virtuelle Welt ermöglichte es mir, das 15. Jahrhundert zu besuchen und in Leonardo da Vincis fliegendem Panzerwagen zu sitzen. Diesen kannte ich bis zu diesem Zeitpunkt nur von Skizzen. Im Sommer 2019 besuchte ich das chinesische Nationalmuseum mit seiner Sonderausstellung Van Gogh Immersive Experience. Anfangs dachte ich, ich brauche meine eigene Brille nicht, um scharf sehen zu können. Aber da lag ich falsch. Zuerst befand ich mich in Van Goghs Zimmer, dann öffnete sich ein Fenster. Mir wurde ein bisschen schwindelig. Vor dem Fenster stand ein blauer Wagen, bedeckt mit Heu. Dann sah ich einen Tisch im Zimmer. Sein bekanntes Ölgemälde mit Zeichenbrett, Pfeife und Zwiebeln lag direkt vor mir. Ich öffnete eine Schublade und sah einen Brief, der bestimmt an seinen Bruder Theo gerichtet war. Ich drehte mich nach rechts. Wieder tauchte ein Ölgemälde mit Schuhen darauf auf. Links von mir stand eine Vase mit Sonnenblumen. Dann sah ich all die berühmten Gemälde. Es war großartig. Obwohl mir anfangs etwas schwindelig war und ich immer noch nicht klar sehen konnte, wollte ich es mir ein zweites Mal ansehen. Aber der Mitarbeiter sagte, dass ich mich erneut anstellen müsste, weil zu viele Leute warteten. Kurz vor der Corona-Pandemie habe ich die letzte Gelegenheit genutzt und das Badische Landesmuseum besucht. Das deutschlandweit einzigartige Förderprogramm Digitale Wege ins Museum ermöglicht es, mit Hilfe der VR-Technologie das Alltagsleben in der Steinzeit in Baden mitzuerleben. Digitale Technologien sind heutzutage im Alltag omnipräsent. Mir persönlich ist ein realer Museumsbesuch aber dennoch lieber. Man muss eine Kunststoffbrille tragen und im Sommer ist es darunter sehr warm. Ich fühle mich auch etwas unsicherer, wenn ich mich nicht frei bewegen kann. Da ich Brillenträgerin bin, fällt es mir schwer, unter der VR-Brille ohne meine eigene Brille das Display scharf zu sehen. Deshalb wünsche ich mir, dass die nächste Generation der VR auch für kurzsichtige Augen geeignet ist, vielleicht auch ohne an ein Kabel angeschlossen zu sein. Bei uns zu Hause sagen wir immer, dass man sein Vaterland erst liebt, wenn man im Ausland lebt. Weit weg von zu Hause höre ich gerne alle Neuigkeiten aus meiner Heimat, um das Heimweh erträglicher zu machen. Ich kann mich noch gut an meinen Besuch auf den Trajansmärkten in Rom erinnern. Im Museo dei Fiori Imperiali gab es eine Sonderausstellung Immortal Mortals, die Schätze des alten China Sichuan. Ich bin beim Vorbeilaufen zufällig darauf aufmerksam geworden. Es umfasst mehr als 130 großartige Fundstücke aus der Bronzezeit vor 3000 Jahren. Wer sie hergestellt hat, weiß man bis zum heutigen Tage allerdings nicht. Ein paar Monate später habe ich in der Expothek des Badischen Landesmuseums selbst ein uraltes Fundstück in den Händen halten dürfen. Es war ein Armreif aus der Bronzezeit. Dieser ist ca. 1000 Jahre vor Christus entstanden. Als ich ihn in der Hand hatte, schlug mein Herz wie verrückt. Durch diese Berührung konnte ich eine Zeit vor 3000 Jahren erleben. Das war eine unvergessliche Erfahrung für mich. Während der Ausgangssperre muss jeder zu Hause bleiben. Museen, Kinos, Theater, Kunstgalerien bleiben geschlossen. Dank der Digitalisierung kann ich auch von zu Hause aus einen virtuellen Museumsbesuch machen und die Exponate erforschen. Durch VR haben auch wieder die Jüngeren mehr Interesse an Kunstwerken und Geschichte. Die VR ermöglicht es ihnen, Museumsstücke genauer anzuschauen, zu drehen und zu vergrößern.
Den ganzen Tag auf den Bildschirm von Laptop, Tablet oder Smartphone zu starren, strengt die Augen doch sehr an. Und das viele Sitzen ist auch nicht gut für den Rücken. Digitalisierung im Museumsbereich ist jedoch keine Selbstverständlichkeit. Vor allem die großen Museen können sich die Digitalisierung leisten und ihre Exponate digital erfassen. Museen und Kunstgalerien sind sehr wichtige Orte, um die Geschichte und Kultur einer Stadt oder eines Landes zu verstehen. Ich habe einige Reiserouten für chinesische Delegationen nach Deutschland organisiert und habe ihnen diese Orte immer empfohlen. Aber es gibt ein Problem. Oft fehlt die chinesische Übersetzung. Im Museum sieht sich jeder Besucher, jeder Besucherin unterschiedliche Dinge an. Wenn wir in der Gruppe sind, ist das Übersetzen einfach. Wenn jemand allein durch das Museum geht, wäre eine chinesische Übersetzung hilfreich, um besser zu verstehen, was man gerade betrachtet. Fehlt diese Übersetzung, ist es fast so, als hätte man das Ausstellungsobjekt gar nicht richtig wahrgenommen. Keine Einführung auf Chinesisch zu haben, ist schon schade. Ich würde mir wünschen, dass alle Museen und Kunstgalerien eine solche chinesische Einführung hätten, damit meine Landsleute so mehr über die europäische Kultur erfahren können. Hier zähle ich zu den regelmäßigen Besucherinnen der europäischen Museen wie Pergamonmuseum, Musée du Louvre und British Museum. Dagegen kenne ich in meinem Heimatland aber nur sehr wenige Museen. Ich wünsche mir, dass ich nach der Corona-Pandemie mehr Museen und Galerien in China besuchen kann. Das wünschen sich auch all meine Freunde, die dort leben. Ja.